Hallo und herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und im heutigen Video zeige ich dir 5 Übungen, die du lernen solltest, wenn du die Basics beherrschst. Die erste Übung ist der Pullover. Der Pullover ist ein Mix aus einem Klimmzug, einem Leg Raise und einem Straightboard Dip. Es gibt 2 Varianten des Pullovers. In der ersten fängst du mit einem Klimmzug an, gefolgt von einem Leg Raise und dem Straightboard Dip, wenn du oben bist. In der zweiten machst du den Klimmzug und den Leg Raise zur gleichen Zeit. Es ist wichtig, die Beine nicht nur gerade nach oben zu bringen, sondern über und vor allem auch hinter die Stange. Eine gute Möglichkeit, um diese Bewegung zu lernen, ist ein Negativ-Pullover. Dazu benötigst du eine niedrige Stange, an der du in den Stütz springst, dann nach vorn kippst und dich so langsam wie möglich nach unten absenkst. Die zweite Übung ist der Advanced Frog Stand. Stell deine Hände auf den Boden, lass deine Ellenbogen gestreckt und lehne die Knie gegen die Unterarme. Versuche deinen Körper so horizontal wie möglich zu halten. Diese Übung ist eine gute Art, um die Grundkraft und Balance für folgende Planche-Übungen aufzubauen. Wenn du den Advanced Frog Stand noch nicht halten kannst, dann starte mit der normalen Version. Anstatt die Arme gestreckt zu lassen, kannst du sie leicht gebeugt lassen und die Innenseite der Oberschenkel auf den Ellenbogen ablegen. Die dritte Übung wird Skin the Cat genannt. Das Ziel ist es, die Arme über den gesamten Bewegungsablauf gestreckt zu lassen. Starte im Hang und zieh die Schulterblätter nach unten und zusammen. Zieh die Knie hoch, rotiere mit deinem Körper nach hinten, bis du wieder den Boden siehst. Streck die Beine leicht aus und bewege dich den gleichen Weg zurück. Wenn du noch nicht stark genug bist, kannst du es an den Ringen mit gebeugten Armen versuchen. Wenn du dich nicht hochziehen kannst, dann spring vom Boden ab, versuche dich aber langsam nach unten zu lassen. Die nächste Übung ist der L-Sit. Du kannst ihn auf dem Boden oder auf Parallels ausführen. Stütz dich auf deinen Armen, streck die Beine und versuche sie horizontal zu halten. Wenn du das nicht schaffst, fang mit einem Tuck-Sit an und streck immer nur ein Bein aus. Du kannst auch beide Beine ausstrecken und dynamische L-Sit-Kicks ausführen. Die letzte Übung ist der Bent Arm Handstand. Dabei ist es wichtig, sich mit gebeugten Armen zu halten, ohne mit den Schultern die Stangen zu berühren. Wenn du Balanceprobleme hast, kannst du auch im gehockten oder gespreizten Bent Arm Handstand anfangen. Diese Übung kann auch mit dem L-Sit kombiniert werden, indem du auf Wiederholungen vom L-Sit in den Handstand und zurück wechselst. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast und wenn es dir gefallen hat, bitte liken, abonnieren und teilen. Und freu dich auf mehr. Ciao!